Meine Top 10 Serien. Update! Hi, wie ihr schon gelesen habt, gibt es heute von mir ein Update zu meinen Top 10 Serien. Das Video, auf das sich dieses Update bezieht, ist schon sehr, sehr alt. Das war eins meiner ersten Videos und ganz ehrlich, wenn ich mir das heute angucke, dann möchte ich am liebsten auch nur im Kopf schütteln. Ich weiß, es ist irgendwie nicht so toll. Aber so ist das am Anfang und deswegen gibt es jetzt ein Update. Es hat sich einiges geändert in meiner Top 10 Liste. Und ich wünsche euch viel Spaß. Ich höre jetzt auf zu labern, denn dieses Video wird ohnehin schon lang genug. Deswegen fangen wir jetzt einfach mal an. Wir fangen an auf Platz 10 mit Breaking Bad. In Breaking Bad geht es um den Chemielehrer Walter, der gleich am Anfang der ersten Folge eine Diagnose bekommt, und zwar hat er Lungenkrebs und nicht mehr so lange zu leben. Das ist der Grund dafür, dass er anfängt, sozusagen aus seinem normalen Vorstadt, Chemielehrer, Highschool-Leben, was weiß ich, auszubrechen und eben in so eine kriminelle Szene abzurutschen, denn er fängt an mit einem Jungspund Crystal Meth zu kochen. Und es geht eben los mit kriminellen Machenschaften und der Charakter Walter verändert sich eben ziemlich krass von diesem normalen Chemielehrer, langweiligen Familienvatertypen zu einem skrupellosen Kriminellen. Aufgrund dessen, dass die Serie in meiner Top 10 Liste drin ist, fand ich sie natürlich schon gut, aber nicht so gut, wie der Hype mir das irgendwie generiert hat. Zu den Charakteren kann man sagen, dass ein Grund, warum die Serie nicht weiter oben gelandet ist, einfach ist, dass ich keinen Charakter irgendwie auch nur ansatzweise sympathisch finde. Aber ja, an sich ist die Story schon spannend und es macht mir auch Spaß, das zu gucken. Aber es hat mich eben nicht so mitgerissen emotional wie die anderen Serien in dieser Liste. Und damit kommen wir einfach mal zu Platz 9. Platz 9. Criminal Minds. Wie ihr seht, kommen wir jetzt zu einem alten Favoriten von mir, und zwar Criminal Minds. Da geht es um die BAU. Das ist eine Profiling-Einheit des FBIs. In jeder Folge oder in jeder zweiten Folge, manchmal zieht sich ein Fall auch länger, wird ein neuer Fall eingeführt und der steht mehr im Vordergrund als diese Hauptstory, die nebenbei läuft. Zumindest empfinde ich das so. Und dadurch, dass es eben um Profiler geht, sind es halt auch oft Serienmörder, Psychopathen. Ihr kennt ja diese ganzen Krimiserien, die sonst so laufen, CSI und so, und irgendwie gefallen mir die Fälle da nicht so gut. Aber bei Criminal Minds geht es irgendwie mehr um die Täter als um die Verbrechen. Und das gefällt mir. Und ich finde auch, die Charaktere, die da zusammenkommen, sind alle so unterschiedlich. Es ist einfach ein guter Mix aus einzelnen Fällen und Hauptstory. Also es bleibt immer spannend und ich muss sagen, die Fälle, die da eingeführt werden, sind teilweise so abgespaced und wuhu, es gibt so merkwürdige Wendungen. Deswegen macht es mir immer richtig Spaß, das zu gucken, wenn ich Lust habe auf so eine Krimiserie. Und auf Platz 8 haben wir die Gilmore Girls. Das ist eine Serie, die augenscheinlich nicht dazu passt, also in meine Top 10. Ich habe euch mal die erste Staffel rausgeholt. Es geht um Lorelei und Rory, die leben in Connecticut, also Amerika, in einer Kleinstadt namens Stars Hollow. Das ist Lorelei und das ist ihre Tochter Rory. Die Story könnte man beschreiben mit: Lorelei versucht irgendwie durchs Leben zu kommen, sich ihre Träume zu verwirklichen und einen Partner zu finden. Und Rory wächst einfach auf. Es ist einfach eine richtig schöne Serie. Es geht um Familie, es geht um Liebe, es geht ums Aufwachsen einfach. Und wie ihr schon merkt, die Story ist jetzt nicht die krasseste Story mit den krassesten Wendungen. In dieser Serie stehen mehr die Charaktere im Vordergrund. Also die Serie lebt vor allen Dingen von den lustigen Konversationen, die total schnell sind und total viel Wortwitz haben. Die Serie ist über 7 Staffeln produziert worden. Die siebte finde ich so, ich habe die Serie auch bestimmt schon dreimal durchgeguckt oder so. Und die hat mich einfach so begleitet, als ich groß geworden bin. Das ist, also wenn ihr auf sowas steht, einfach was Lustiges zum Lachen, zum Weinen, ich weiß nicht, dann solltet ihr euch das auf jeden Fall angucken. Irgendwie hat jeder Charakter in dieser Serie was Merkwürdiges, Abgespacedes, was ihn total sympathisch und einzigartig macht und deswegen liebe ich diese Serie irgendwie. Und jetzt kommen wir zu Platz 7. Platz 7, Dexter. Diese Serie habt ihr mir unter dem anderen Top 10 Serienvideo empfohlen, da habe ich mich auch gefragt, was ich mir noch angucken soll. Es geht in dieser Serie um Dexter. Und Dexter arbeitet bei der Polizei von Miami als Forensiker, also er analysiert, glaube ich, Blutspuren, ja. Und das Besondere an Dexter ist, dass er ein psychopathischer Serienmörder ist. Er hat nämlich ein ziemlich starkes Kindheitstrauma sozusagen, mehr oder weniger erlitten, und hat jetzt wirklich, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, ich bin kein Psychologe, aber ich würde es auf jeden Fall als psychopathisch beschreiben und irgendeine Emotionsstörung. Er übt Selbstjustiz.
Es ist nämlich so, dass er seinen Kodex versucht zu verfolgen, nämlich keine Unschuldigen umzubringen. Also er möchte eigentlich nur böse Leute bestrafen. Dexter ist kein sympathischer Charakter, überhaupt nicht. Es ist in dieser Serie ist es nicht so, meiner Meinung nach, dass man sich da irgendwie mit Charakteren identifiziert, sondern es ist einfach wie so eine krass spannende Freakshow, die man von außen betrachtet und wo man nur so da sitzt so, what? Ist es dein Ernst? Es wird immer abgedrehter. Also am Anfang denkt man sich noch so, what, what? Und dann wird es irgendwie immer krasser und immer krassere Wendungen. Die Wendungen dieser Serie sind wirklich, ja, also das ist krass. Es ist selten so, dass ich wirklich in Serien Wendungen habe, die ich gar nicht vorausgesehen habe. Aber da ist es mir ab und zu passiert. Und das ist schon ziemlich beeindruckend. Es ist auf jeden Fall mega unterhaltend. Auf Platz 6, Orange is the New Black. Diese Serie ist ja im Moment total gehypt. Ich habe bis jetzt nur die erste Staffel davon gesehen, aber es geht um Piper und sie hat in ihren 20ern eine Weltreise gemacht oder sie ist zumindest gereist, hat da Alex kennengelernt, ihre Geliebte, und Alex ist in einen Drogenring involviert gewesen und da hat Piper eben für sie einen Koffer mit Drogengeld geschmuggelt und ist dann aber weg und es war jetzt jahrelang vergessen, 10 Jahre später wird sie dann wegen einer Zeugenaussage doch belastet und muss dann für 15 Monate ins Gefängnis. Die Grundstory an sich ist ziemlich einfach zu verstehen. Also Piper kommt in den Knast und kommt eben in diese neue Umgebung rein. Aber ich finde erstmal, dieses Setting ist unglaublich cool, weil das eben noch nicht so ausgelutscht ist. Also ich zumindest kenne es überhaupt nicht. Und dann die Charaktere. Also das, was mich an dieser Serie so fasziniert, sind die Charaktere. Irgendwie ist es so, dass pro Folge immer so ein Charakter näher beleuchtet wird und die sind alle total merkwürdig und abgefuckt, aber irgendwie auch super sympathisch. Jeder hat eben so seine eigene Geschichte, wie er im Gefängnis gelandet ist und was dann passiert und dann wird immer so ein bisschen mit Rückblenden gearbeitet und immer ein Charakter näher beleuchtet und diese Leute, die da mit ihr im Gefängnis sind, das ist einfach. Das ist lustig, es ist total interessant, es ist mega unterhaltend, es ist auch spannend. Und deswegen ist diese Serie einfach so, ich liebe einfach die Charaktere. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr die Serie auch gesehen habt, welcher euer Lieblingscharakter ist. Ich weiß nicht, wen ich am liebsten mag. Ich finde auf jeden Fall Red, finde ich richtig cool. Ja, okay. Platz 5 belegt True Detective. True Detective schlägt im Gegensatz jetzt zu Platz 6 zum Beispiel einen ganz anderen Ton an. Da geht es um zwei Ermittler. Es spielt auf zwei Zeitebenen. Also einmal jetzt heute, in der die Ermittler schon älter sind, über 40, und dann eben die Zeit, in der sie den Serienmörder verfolgt haben. Und diese Serie ist einfach so bitter ernst. Es wird einfach so eine unglaubliche Atmosphäre erschaffen, diese Geschichte. Einmal diese beiden Zeitebenen, bis man das so richtig gerafft hat, was wann wie wo passiert und wie das alles zusammenhängt. Dieser Aufbau ist schon, also es ist schon nicht so leicht zu verstehen, finde ich. Und dieser Serienmörder, also der Mord oder die Morde, die da passieren, sind einfach so krass. Diese Atmosphäre, die da kreiert wird, ist richtig bedrückend. Also das ist keine Serie, die man sich mal an einem fröhlichen Sonntagabend anguckt, wenn man irgendwie gute Laune hat, sondern ich finde, das ist eine Serie, für die man sich schon hinsetzen muss und das wirklich einfach nur gucken muss, konzentriert mehr oder weniger. Was ich auch noch sehr positiv finde, ist die Tatsache, dass die Story abgeschlossen ist. Also es geht nicht immer weiter, 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 sondern nach der ersten Staffel ist die Story in diesem Rahmen erstmal vorbei. Dann finde ich, muss man auch noch sagen, zum einen sind die Charaktere, finde ich, richtig gut gespielt. Vor allen Dingen Matthew McConaughey, seit er den Oscar gewonnen hat für beste Hauptdarsteller für Dallas Buyers Club, habe ich ihn erst so richtig auf dem Schirm gehabt und dann habe ich True Detective gesehen und er spielt das einfach so genial. Man nimmt ihm das so ab. Das hat manchmal schon wirklich schon so poetische Einschläge, diese Monologe, die sein Charakter hält. Ich glaube, ihr habt so den O-Ton verstanden. Das ist eine sehr ernste, sehr bedrückende Psycho-Krimi-Thriller-mäßige Serie, die ihr euch unbedingt angucken müsst, wenn ihr auf sowas steht. Und auf dem vierten Platz, The Walking Dead.
Auch The Walking Dead müssen die meisten von euch kennen. In dieser Serie geht es um die Zombie-Apokalypse. Der Protagonist ist Rick, Rick Grimes, wird in einem Schusswechsel angeschossen, liegt dann im Krankenhaus, wacht auf und niemand ist mehr da, alles ist verwittert. Und dann ist natürlich seine Familie weg und er versucht anfangs erstmal seine Familie wiederzufinden. Aber es geht eben um dieses Überleben während der Zombie-Apokalypse, also diesen Überlebenskampf in dieser krass abgefuckten Situation. Diese Serie baut einfach so eine richtig krasse Spannung auf. Also man fiebert so richtig mit. Die Charaktere, die da zusammenkommen, sind alle super unterschiedlich und würden sich, wenn es eben diese Apokalypse nicht gäbe, niemals im normalen Leben miteinander abgeben. Und es hat diese interessante, überlebensmäßige Gruppendynamik. Außerdem finde ich, muss man noch erwähnen, dass die Charakterentwicklung besonders, ach, ich sag einfach nicht von wem, aber dass sehr viele Charakterentwicklungen in dieser Serie mir auch richtig gut gefallen. Und außerdem, wie ich schon erwähnt habe, mit dem Aussehen der Zombies und so, ist die Serie auch sehr hochwertig produziert. Also da ist auf jeden Fall viel Budget reingeflossen und ich meine, die Einschaltquoten sind ja auch richtig gut. Deswegen, mal gucken. Kommen wir zu den Top 3. Platz 3, Hannibal. Es geht um die Vorgeschichte zu Roter Drache. Also Hannibal arbeitet noch als Psychologe, Dr. Hannibal Lecter. Und wie die meisten wissen, das dürfte jetzt kein Spoiler sein, ist Hannibal Kannibale. Und in diesem Rahmen eben auch ein Serienkiller. Allerdings wird er vom FBI mehr oder weniger, er wird nicht engagiert, dem FBI zu helfen, aber er wird engagiert, Will Graham zu helfen, der dem FBI hilft. Will Graham ist nämlich ein psychisch extrem instabiler Mensch mit einer Empathiestörung und das hilft ihm dabei, ganz krasse, abgespacede Fälle für das FBI zu lösen, indem man sich eben in den Täter reinversetzt. In den ersten Folgen geht es sehr krass um bestimmte Morde, die Will aufspürt und sich mit Hannibal austauscht und dann tritt diese Hauptstory immer mehr in den Vordergrund, eben auch Hannibals Story und vor allen Dingen interessant in dieser Serie ist so die Interaktion zwischen den beiden Protagonisten, also Hannibal und Will. Man kann sich in Will einfach so richtig gut reinversetzen. Man leidet irgendwie so mit ihm in seiner psychischen Störung. Also er ist wirklich extrem labil. Aber diese Serie ist auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. Fast an der Spitze auf Platz 2 ist Game of Thrones. Ich denke, dazu muss ich storytechnisch eigentlich nicht mehr so viel sagen. In Game of Thrones geht es um die sieben Königslande. Die großen Familien von Westeros führen mehr oder weniger einen Kampf um Macht und Reichtum. Es gibt wirklich extrem viele Storylines, extrem viele Charaktere und auch verschiedene Settings. Und es gibt immer verschiedene Charaktere, denen man sozusagen durch die Story folgt. Diese verschiedenen Erzählstränge gehen auseinander und treffen sich wieder. Und am Anfang hat man meiner Meinung nach echt Schwierigkeiten, sich das alles zu merken und irgendwie mit den Namen klarzukommen. Aber sobald man einmal drin ist, ist man einfach süchtig. Was ich an dieser Serie vor allen Dingen so positiv finde, ist, dass es nicht dieses typische Gut-Böse-Gefüge hat, wie in vielen anderen Serien. Es gibt keine Charaktere, die keine Scheiße bauen. Natürlich ist einem eine bestimmte Familie am Anfang sehr, sehr sympathisch, aber dann erfährt man da noch verschiedene Sachen und jeder ist irgendwie auf seine Weise scheiße, so wie das halt im echten Leben auch ist. Also jeder hat irgendwelche Macken. Und wodurch sich die Serie vor allen Dingen auszeichnet, ist, dass George R. R. Martin, also der Mensch, der die Buchvorlage dazu schreibt, sehr skrupellos bestimmte Charakter einfach umbringt. Bestimmte Storylines, wo man gedacht hätte, dass sie jetzt noch Staffeln weitergeführt waren, hackt er einfach kaputt. Und dann ist nichts mehr übrig, außer Schmerz und meine Tränen. Natürlich ist es nicht die philosophisch tiefgründigste Geschichte der Welt, aber was man der Serie nicht nehmen kann, es ist einfach authentisch, es ist scheiße spannend. Man fühlt einfach mit den Charakteren so krass mit und dadurch, dass man auch weiß, dass jeder jeden Moment sterben könnte, ist es irgendwie, das ist innerlich ein ganz anderes Gefühl, weil bei den meisten Serien weiß man schon, dass der Protagonist überlebt, weil sonst würde die Serie ja nicht weitergehen. Aber in Game of Thrones wird sich auf so viele verschiedene, mehr oder weniger Protagonisten konzentriert, dass da einfach alles passieren kann. Und also wer auf epische Fantasy-Serien und Filme steht, der sollte sich das auf jeden Fall angucken. Und auf dem ersten Platz, Sherlock. Jetzt können mich so viele Leute Cumberbatch nennen, wie sie wollen, aber diese Serie ist einfach, die ist einfach der Hammer. Das ist eine deutsch-englische Produktion und es sind die Geschichten von Sir Arthur Conan Doyle.
über Sherlock Holmes, den Privatdetektiv, nur eben nicht in der richtigen Zeit, sondern in die Neuzeit übertragen. Und es ist einfach so gut umgesetzt. Ich fange erstmal so ein bisschen bei der Story an. Ich darf doch nicht alles durcheinander würfeln, so wie ich das immer mache. So, die Folgen sind sehr, sehr lang. Also die Folgen sind jeweils 1,5 Stunden lang. Eine. Pro Staffel gibt es 3 Folgen und es sind bis jetzt 3 Staffeln draußen. Das heißt, es ist, wenn man eine Folge guckt, für mich persönlich so, als würde man so einen Spielfilm gucken. Denn pro Folge gibt es eben auch einen Fall. Und es ist halt einfach Sherlock Holmes. Also wer Sherlock Holmes schon mal gelesen hat oder vielleicht einen Film gesehen hat, der weiß, wie Sherlock Holmes ist. Er bezeichnet sich in der Serie selbst als Consulting Detective. Also als Detektiv, den die Polizei zu Rate zieht, wenn sie nicht mehr weiter weiß. Sein Partner Watson ist Kriegsveteran und eben auch Arzt und er unterstützt ihn bei der Aufklärung der Fälle. Es ist so ein bisschen so, dass Sherlock so ein bisschen der soziopathische Superdetektiv ist und Watson der bodenständige Kerl, der ihn so ein bisschen auf den Boden holt, wenn alles abdriftet. Ich finde, dass Benedict Cumberbatch Sherlock Holmes unglaublich gut darstellt. Also es passt einfach wie die Faust aufs Auge. Es passt einfach. Und wer was anderes sagt, der. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer jetzt noch dran ist, kann sich echt selbst auf die Schulter klopfen. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr das hier jetzt noch seht. Ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Seriengucken. Schreibt mir auch gerne eure Empfehlungen in die Kommentare. Ja, und jetzt sage ich einfach ganz schnell Tschüss, damit das nicht zu lange wird. Auf Wiedersehen.